Das Angie-Phone. Wenn die Kanzlerin zum Hörer greift. Miesner Übergrößenkühlschrank, guten Tag. Schmidt-Hindemith, bin ich jetzt richtig hier bei der Damenbekleidung? Ja, was suchen Sie denn speziell? Ich suche nicht. Ich bin die Assistentin von Angela Merkel. Ich würde Sie mal ganz kurz durchstellen. Ja? Sie wissen, wie Sie ansprechen sollen? Wie denn? Frau Bundeskanzlerin, damit liegen Sie nie falsch. Hallo, guten Poch. Hallo. Merkel? Frau Bundeskanzlerin. Ich muss langsam jetzt mal den Guido überholen. Der wird mir in den Umfragen von den Leuten immer schicker bewertet. Was suchen Sie denn, Frau Bundeskanzlerin? Bluse, Polunderhose, Jackett, Höschen, Herrenschuhe. Gut. Können Sie mir von jedem Teil, das Sie haben, eins zurücklegen? Von allem? Bis wann denn? Ist es so, ich bin ja sehr viel beschäftigt. Ich könnte die Sachen so in 2 Wochen circa... Nee, also das ist wirklich schlecht. Nee, Sie wissen schon, mit wem Sie sprechen. Mit der Bundeskanzlerin. Also da möchte ich drauf bestehen, dass Sie das zurücklegen. Nee, ich möchte also ja nicht, das, dass das jemand anders dann noch trägt. Also da können wir auch nicht zu unseren anderen Kunden sagen, nee, also das dürfen Sie jetzt nicht kaufen, weil das zurückgelegt ist. Die anderen Kunden sind auch nicht die Bundeskanzlerin. Ja gut, aber... Ich kann dann sonntags zwischen 12 und 2 kommen. Also geht bei uns nicht. Das werden Sie doch womöglich machen können. Nee, also sowas machen wir nicht. Oh. Ich kann ja nicht über den Kopf meiner Chefin hinweg entscheiden. Ja, aber ich bin die Chefin Ihrer Chefin. Ich bin die Chefin von allen. Das hat ja nun damit nun auch nichts wirklich zu tun. Sie sagen ja noch nicht mal Frau Bundeskanzlerin zu mir. Nee, Frau Bundeskanzlerin, das können wir wirklich nicht machen. Frau Kühl, haben Sie denn keinen natürlichen Respekt vor Autoritätspersonen? Nein, Sie sind ja jetzt für mich eine Kundin. Ich bin für Sie die Frau Bundeskanzlerin. Hier wird jeder bei uns gleich behandelt. Das geht aber so nicht. Das geht. Jeder Kunde ist gleich behandelt hier. Wenn Sie so wollen, bin ich die Königin von Deutschland. Was lachen Sie da? Dann hat das Konsequenzen. Putzen im Bundestag? Können Sie ja so nicht bestimmen einfach. Wer bin ich? Die Bundeskanzlerin? Ganz genau. Ich kann alles. Und ich kann mich auch in 38 quetschen, wenn ich das will. Nee, glaube ich nicht. Auf Wiedersehen, Frau Bundeskanzlerin. Oh.